ein Bier oder ein Joint und dann aufs Gaspedal. Das ist kein Spaß, der ist recht keinen Heldentanz. Und genau darum geht's heute Abend. Vorne den Kugel, den haben wir aus der Fahrtlücke mit. Ja. Der ist mit so vor. Jeder zehnte Verkehrstote kommt bei einem Alkoholunfall ums Leben. Die Unfallursache Nummer 1 bei den 18- bis 24-Jährigen ist Alkohol. Und dass Kiffen die Konzentration fördert, würde hier auch niemand ernsthaft unterschreiben. Nein, Fahren wie im Rausch, das gefährdet Menschenleben. Und zwar nicht nur das der Fahrer, sondern auch der Mitfahrer und ganz unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Das war wirklich heftig, erstaunlich. Organisiert hat das Ganze der Runde Tisch, Alkoholprävention und ganz viele Partner. 4 Fahrschulen achten heute darauf, dass niemandem was passiert. Die Krankenkassen geben Infos und alkoholfreie Cocktails. Polizei, Feuerwehr und Verkehrswacht machen mit. Die Drogenberatung und die Aufsuchung und Jugendarbeit der Diakonie sind dabei. Das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter Unfallhilfe. Warum wir das auch so in den Nachtbereich gelegt haben, also wir machen das heute bis Mitternacht, einfach weil wir sagen, wir möchten die Partybesucher der KUKA, mit der wir auch zusammenarbeiten, dazu bringen, sich, bevor sie da eine Party machen, was sie auch sollen, sich aber auch mal Gedanken dazu machen. Weil ganz viele Unfallfahrten passieren einfach auf dem Weg hin zu Feierlichkeiten oder eben auf dem Weg zurück. War auf jeden Fall ungewohnt, also wäre mir jetzt vorher nicht so bewusst gewesen, weil es waren jetzt ja nur 10 km/h und ja, also hatte ich vorher noch nie drüber nachgedacht, also angeschnallt schon, aber halt immer nur, weil man es einfach macht und nie über den, also man weiß, es hilft, aber bei 10 km/h oder so oder in der Spielstraße oder so, dann schnallt man sich auch erst nach der Spielstraße an oder so, weil man noch irgendwie mit Handy oder so beschäftigt ist und dann, ja, also nie vorher drüber nachgedacht über sowas. Also es ist jedem zu empfehlen, das mal zu machen, um mal zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man mit 10 km/h irgendwo gegenknallt. Und 10 km/h ist ja wirklich nicht viel. Katastrophe, also hätte ich gar nicht mit gerechnet. Da war jetzt eine Brille mit 0,8 Promille, glaube ich. Ich glaube, die Parklücke da hinten, wo ich rückwärts einparken sollte, habe ich auch völlig verfehlt. War eine Erfahrung wert.